Wir kommen jetzt zu den neuen Technologien. Und da wird uns Rambo sicherlich auch wieder einiges zu erzählen können. Also speziell dann auch diese ECAT oder ICAT-Technologien oder LiNa, wie auch immer. Und wollen wir mal hören, was er uns dazu zu sagen hat. Ja, neue Technologien, das ist eigentlich ein breiteres Spektrum. Es geht also nicht nur um Energie, sondern auch um Computertechnologie. Und da ist man auch gerade was am Vorbereiten. Und man möchte gerne die Computertechnologie, die wir jetzt haben, verändern. Und zwar möchte man die Leistung erhöhen. Und das ist unter anderem, gibt es demnächst neue Festplatten, die dann eben auf Molekülbasis, auf Atombasis praktisch arbeiten. Und es gibt auch in Zukunft neue Prozessoren, die dann eben das Ausleseverfahren verändert. Das heißt, durch diese neuen Technologien ist es eben möglich, nicht nur eben den Schaltzustand zu messen, sondern den Spin eines Elektrons zu messen oder eben die Möglichkeit zu messen, ob im Prozessor wirklich ein Schaltvorgang stattgefunden hat. Das heißt, man misst nicht mehr die Schaltung selber direkt, sondern man guckt nach, ob ein Elektron wirklich geflossen ist. Das macht man mit Lasern. Und diese Stiftleser, die das machen, haben eben die Vorteil, dass eben dass man eben diese Geschwindigkeitsbarriere von 4 Gigahertz, die jetzt momentan am Prozessor haben kann, oder 4,4 Gigahertz, irgendwo ist die Grenze, dass man die überschreiten kann auf mehreren 20, 30 Gigahertz. Und dass dann eben dadurch eben mehrere Prozessoren, noch mehr Prozessoren eben auf einen Chip positionierbar ist und dass dieser Chip eben kleiner wird, nämlich 1,6 Millionen mal kleiner. Wir reden jetzt hier nicht hier von 1 Zentimeter oder so, wir reden von einem Chip, der 1,6 Millionen mal kleiner ist. Wir reden auch von Festplatten, die 1 Million mal kleiner sind. Das heißt, von rotierenden Scheiben wird man wahrscheinlich von weggehen, weil die Rotation dieser Scheiben bei weitem nicht mehr die Auslesefähigkeit haben. Man wird also wahrscheinlich dann durch diese Miniaturisierung dieser Chips von rotierenden Körpern weggehen und dann eher mehr zu den Art SSDs hingehen, zu den Chips hingehen, dass man praktisch dann die Festplatten ersetzen wird und zu Kristallspeichern hingehen. Und da ist man jetzt gerade bei, die Produktionsreihen umzuarbeiten und man macht auch Tests mit diesen neuen Lasern praktisch, die dann eben die Fähigkeit haben, die Daten besser, einfacher, weniger Energie für die Rechner auszulesen. Viel höhere Geschwindigkeiten sind dadurch möglich. Die Motherboards, die Chips und so weiter werden kleiner. Die Motherboards wollen sie demnächst auf Glas setzen. Das heißt, diese Plastikboards, diese mehrschichtigen Plastikboards wird es dann nicht mehr geben. Man versucht das eben durch ein sogenanntes teilweise leitendes Glas zu machen. Und zwar hat die Karlsruher Institut für Technologie sogenannte supraleitende oder leitendes Plastik erstellt. Das heißt, man kann die Oberfläche von dem Glas mehrschichtig auch noch leitend machen, eben wie so eine Plastik, was da eingeführt wird. Das heißt, man hat das Gefühl, man hat eine Glasscheibe in der Hand. In Wirklichkeit sind das mehrere Schichten, wo dann eben die Leiterbahnen drunter sind, die man nicht sehen kann, ne, weil die eben aus Glas sind oder aus Plastik sind, durchsichtiges. Und man kann auch darauf direkt dann praktisch auch das Display setzen. Man glaubt dann an ein Stück Glas in der Hand zu haben und in Wirklichkeit ist dann eben da schon der ganze Rechner drin, ne, in dieser Glasplatte. Und in diese Richtung wird es gehen. Und da hat auch mal die Firma Corning Glass mal so ein Promotion-Video drüber gebracht. Und in diese Richtung wird es auch gehen. Das heißt, man hat das Gefühl, man hat so ein Glaspad in der Hand, ne, und da ist dann alles drüber machbar. Das ist dann halt in Zukunft so diese Rechner. Man will von diesen Klötzen weggehen. Und dafür braucht man halt sogenannte Laser-Ausleseverfahren. In diese Richtung geht das. Das wird auch in den nächsten Jahren jetzt rauskommen. Und also man dann sind ja praktisch diese Pads, diese Tablet-PCs sind so die ganz, ganz, ganz grobe Vorstufe. Und ich sag mal dann SSD Solid Storage Drive Festplatten sind im Prinzip dann auch schon wieder kalter Kaffee. Ne? Man kann sich dann die Computer im Prinzip so vorstellen, wie in dem Film Avatar, wo die da mit den Dingern rumschieben und dann einfach mal so die Daten von so einer großen Platte auf so eine mobile Glasplatte rufschieben. Diese Richtung wird es dann wohl sein. Ja, so ungefähr in diese Richtung wird es gehen. Also ich kenne seit ein paar Jahren schon ein Forschungslabor in Russland,
das versucht, einen Miniaturrechner herzustellen, das bei weitem momentan alle Geschwindigkeitsrekorde bricht. Ist zwar nur so groß wie eine Wii ungefähr. Jeder kennt wahrscheinlich so eine Wii, so eine Spielestation praktisch. Sieht auch ungefähr so aus, ne? Nur eben hat das eben schon diese neuen teilweise Quantentechnik, die da drin verwendet wird, weil es ja ein quantentechnisches Verfahren, Atome auslesen, ne? Oder Elektronen auslesen, sogar noch kleiner als Atome. Und die arbeiten mit diesen Technologien schon. Und die haben das einzige Problem, was sie haben, sind die Laufwerke. Die machen ein Hitzeproblem. Und da war man immer an überlegen, okay, nehmen wir überhaupt noch eine Festplatte, nehmen wir eine SSD. Und dann ist man auch schon überlegen, okay, wenn wir jetzt diese Prozessoren noch kleiner machen können, macht das so, wie wir es jetzt aufgebaut haben, keinen Sinn. Da ist man auch gerade, selbst in Russland, gerade am Umstricken, ob man das überhaupt so noch auf den Markt bringen soll. Aber definitiv sind die Russen auch gerade, was diese Technologie angeht, schon sehr weit, ne? Weil ich das schon aus Labors gehört habe, dass sie eben schon die Dinger bauen wollen. Nur eben das OS steht noch nicht. Das heißt, sie wollen ein eigenes Betriebssystem bauen. Man will weg von Microsoft oder von Apple und so weiter. Die wollen ein eigenes auf den Markt bringen. Und dafür wollen dann eben auch einen neuen Rechner auf den Markt bringen, der eben von der Leistung her alles schlägt. Ne? Und das geht halt in diesen Bereich hinein. Ob das kommt, wann es kommt, weiß ich nicht. Darüber haben wir nicht geredet. Ich weiß jetzt nur, dass sie eben ein Hitzeproblem haben mit den Festplatten, Hitzeproblem haben auch mit den Laufwerken, die reinkommen, weil man überlegt, ob man jetzt einen holographischen Speicher nimmt oder einen Blu-ray nimmt. Und das ist alles momentan, steht das alles noch in Schwebe, weil das wird so komplett alles nochmal überarbeitet. Also die Amerikaner, gerade wir Deutschen, Karlsruher Institut ist da sehr, sehr weit drin. Und das ist zum Teil ist erstmal dieser Bereich vom Computer. Und dann gibt es noch diese, was du schon gesagt hast, diese ECAT. Ne? Wenn ich das schon mal wechseln darf, wenn du möchtest. Naja, wobei ich eigentlich denke, dass man sich schwer vorstellen kann, dass die Russen solche feine Technologie, sag ich mal, in die Hand nehmen oder daran rumbauen oder schon vielleicht weiter sind wie die Amis, weiß man nicht. Wobei man ja von den Russen kennt, die nieten ihre Computer ja noch zusammen, ne? Also so man hat es ja vielerorts oder vielerlei im Kopf, sag ich mal. Aber man sagt ja auch, die Amerikaner sind auch Gruppentoriger, ne? Die hauen sich auch lieber die Schraube ins Gewinde, statt reinzuschrauben. Also von daher ist das immer so ein bisschen komisch, dass sie so mit so feinen Sachen, aber natürlich, tun die natürlich, klar. Ist immer nur für die Vorstellung ein bisschen verwirrend. Ich kann ja auch Beispiele dafür geben. Also ja, zum Beispiel, ich gebe hier mal ein paar Beispiele, was so von Russland kommt, wo wir eigentlich der Meinung sind, das kommt von uns. Nehmt euch doch mal einfach mal euer Smartphone in die Hand. Ob es ein Apple ist, Samsung, egal. Da ist so eine Oberfläche drauf, wo man einfach nur die Oberfläche berührt und dann führt man praktisch nur mit der Oberfläche die Aktion aus. Diese Oberfläche nennt man Graphene. Das ist ein Graphit, ein Fast-Supraleiter, der braucht ganz wenig Energie. Im Grunde genommen, wenn man den noch etwas verbessert, kann man sogar die Energie durch die Berührung herausholen. Ja, das ist ein Fast-Supraleiter. Nicht ganz, weil eben man versucht noch die Koordinaten mit Elektronen abzutasten, wo sich der Finger gerade befindet, der Tastpunkt. Das ist Graphen. Das wird einfach nur bedampft, die Oberfläche, und das reicht vollkommen aus, um eben einen Fast-Supraleiter, also einen Leiten, einen Widerstand herauszufinden, wo ist jetzt gerade der Widerstand, also wo befindet sich gerade der Finger. Das kommt aus Russland. Das ist keine deutsche, keine amerikanische Erfindung. Das ist eine russische Erfindung, dafür haben die sogar einen Nobelpreis bekommen. Ne? Lithium-Batterie. Das wusste ich nicht, siehst du, und viele bestimmt auch nicht. Ja, so lernt man doch immer noch was dazu. Ich habe mich eh schon immer gewundert, wie das funktioniert. Und genauso ist es auch mit diesem neuen Computer, was ich gerade erzählt habe. Es gibt einmal diese Plastikstreifen vom Karlsruher Institut, aber die Chips, die werden in Zukunft nicht mehr gebrannt, sondern die werden bedampft, eben mit diesem Graphen. Ne? Und diese Technologie schon auch wieder aus Russland. Die haben da schon die Nase weit vorn. Das heißt, die bedampfen in Zukunft nur noch diese Prozessoren. Das heißt, wenn man diese Glasplatte hat und man hat diese Plastikstreifen, die eben alles mit dem Strom versorgt, ne? Dann kann man auch diese, weil man eben Licht zum Auslesen braucht. Und dafür sind dann eben diese Graphen auch wieder wunderbar für zu gebrauchen, weil damit kann man Prozessoren bauen. Und die sind dann superleitend. Bei normaler Temperatur. Die arbeiten nicht bei minus 100 Grad und so. Die normalen Graphene und die normalen heutigen Superleiter arbeiten bei Zimmertemperatur. Das wird den Leuten auch nicht gesagt. Das kommt auch aus Russland. Deswegen arbeiten ja schon seit langem an diesen neuen Rechner. Und die brauchen so gut wie gar keinen Strom. Prima, prima.
Ja, okay. Du hast so ein bisschen Piepen im Hintergrund. Irgendwie ist irgendwo eine Rückkopplung bei dir. Vielleicht bist du mit dem Kopfhörer zu dicht am Mikro oder so, keine Ahnung. Muss mal ein bisschen die Position vielleicht verändern. Dann ist es bestimmt auch wieder weg. Ja, dann leg los mit dem E-Cut. Was hat es auf sich? Wozu ist es gut? Wie weit ist es entwickelt? Was kann man damit machen? Wie leistungsfähig ist das? Wer bekommt das? Wer stellt das her? Wie teuer ist sowas? Alles, was du darüber weißt. Das ist... E-Cat wurde vorgestellt als kalte Fusion. So, kalte Fusion ist es nicht. Das ist ein LENA, also ein Low Energy Nuclear Reactor. Ne? Also ein niedrig-energie-nuklearer Reaktor heißt das. Ne? Ein Nuklearreaktor mit auf Niederenergiebasis. Das reicht aber vollkommen aus, um eben Ströme in Kilowatt- oder Megawatt-Bereich herzustellen, ohne eben eine gefährliche Strahlung herzustellen. Aber der LENA ist eigentlich kein richtiger kalte Fusionsreaktor, weil er bei 100 bis 130 Grad betrieben wird. Das heißt, das Prinzip ist das Verdampfen vom Wasser. Ne? Und dann ist es ja schon wieder keine kalte Fusion mehr, sondern es ist dann halt ein normaler Katalysator eigentlich, wenn man den eigentlich auch im Auto kennt, wo dann eben ein Element zum anderen praktisch umfusioniert wird. In diesem Fall eben Nickel zu Kupfer. So, und da ist es mittlerweile so, der Andrea Rossi hat das vorgestellt, dass er es eben dieses Jahr auf den Markt bringen möchte. Da hat ihn aber die Firma Siemens und noch andere Zulieferer hat den Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben ganz einfach gesagt, okay, wenn sie das Projekt auf den Markt bringen wollen, dann ist es ja eigentlich so eingerichtet, dass alle 3 bis 5 Jahre eben eine Service, praktisch die Patrone, die Kartusche gewechselt wird. Man möchte gerne haben, dass dieser Rhythmus jährlich stattfindet. Ne? Um damit eben Geld zu verdienen. Und das macht das Produkt leider wieder teurer. Und jetzt hat er die ganze Produktion umgestellt, um neue Kartuschen herzustellen. Und jetzt hat er auch angefangen, die selber gar nicht mehr für sich herzustellen, sondern in Auftrage herzustellen. Das heißt, er vergibt jetzt nur so Lizenzen. Und jeder, der eben damit einverstanden ist, diese Lizenz zu kaufen, dafür Geld auszugeben, dafür produziert er oder da lässt für den anderen produzieren. Und und im gleichen Moment, das war Anfang dieses Jahres gewesen, haben sich verschiedene Hersteller praktisch für dieses E-Cat-Prinzip interessiert. Einmal eben die NASA, die dann in Zukunft ihre Drohnen, die auf anderen Planeten arbeiten sollen, mit diesem E-Cat arbeiten sollen, ne? Weil die eben länger arbeiten, weil man kann ja die Kartuschen auswechseln, dann laufen die halt auch 30 Jahre. Das ist gar kein Problem mit einer Kartusche. Ne? Das kommt immer darauf an, wie viel Nickelpulver ist jetzt eben in der Kartusche drin, ne? Die dann eben durch die Platte oder eben durch diese Röhre laufen. Und dann gibt es auch noch Interessen bei den Autoherstellern. Das heißt, die Autohersteller sind eigentlich der Meinung gewesen, dass man Batterien dafür braucht, um die Elektroantriebe zu betreiben. Und jetzt ist man darauf gekommen, vielleicht den E-Cat einzusetzen. Man hat sich jetzt ein paar Modelle geholt von den Andrea Rossi und testet die gerade aus. Und diese Autohersteller haben Interesse daran, diese Elektroautos mit dem E-Cat betreiben zu können, weil erstens es Gewinn bringt, weil man muss ja ständig die Kartusche wechseln. Wahrscheinlich wird die Kartusche auch nur ein Jahr halten und dann wird halt eine neue Kartusche für 100 Euro verkauft, die dann auch in eine Fachwerkstatt eingebaut werden muss. Kennt man ja irgendwoher, ne? Und das ist so ungefähr das Prinzip. Aber sie wollen auf jeden Fall das machen, weil jeder bräuchte dann ein neues Auto. Das heißt, Verbrennungsmotoren gibt es da nicht mehr und jeder müsste sich ein neues Auto kaufen und das verspricht riesen Profite. Die sind sehr interessiert daran, eben die alten Autos zu verschrotten. Deswegen versucht man jetzt eben die aktuellen Autos so teuer zu machen, um eben in Zukunft Elektroautos mit dem E-Cat anzubieten, die günstiger sind. Ne? Das ist ja eben der Trick an der Sache. Das ist dann wieder eine neue Verschrottung praktisch von den Autos. Und in diese Richtung geht es auch. Ne? Das heißt, unsere Autos, die wir jetzt haben, für den Nahbereich praktisch, ne, weil Busse und Züge werden, wie gesagt, dann mit Fusionsreaktoren, heiße Fusionsreaktoren betrieben. Das heißt, von Stadt zu Stadt fährt man dann nur noch entweder mit Bus oder Bahn, also mit diesem Shuttle praktisch, ne, hin und her, das dann eben von Ort zu Ort geflogen wird. Oder man fährt eben mit einem eigenen Auto, wenn ich das noch leisten möchte. Und dann eben, wie gesagt, für Leute, die noch diese Mobilität haben wollen,